ich bin süchtig. Doch es kommt noch viel dicker, denn mein Ticker sitzt in Frankfurt, nose behind Herbert Stricker. Und wenn du wie ich ständig auf der Suche bist, Qualität vermisst, sei gewiss, dass du sie hier kriegst. Denn Notenliste rauf, Notenliste runter. Mazzocco macht dich munter, das hier ist der Duftbunker. Denk nicht, dass ich flunker, denn mitunter wird's noch bunter. Die Bottle treibt es lila und du holst dir nen Flakon für dich. Ja, ja. Die Empfehlung spricht für sich, sicherlich gibt es noch viele Ugolini, Haus der Stile. Und während ich hier meine Reime aneinander kleister, fragt Marc Gebauer, wer? Wer denn? Zum Beispiel Duftbunker heißt der. Duftbunker, ah, der, ja. Hat doch, der hat auch mich in irgendeinem Post markiert. Ja. Sag mir der, findet den ganz grandios. Ja, mein lieber Herbert, da hast du auf jeden Fall recht. Hallo, hier ist Felice vom Duftbunker. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch hat diese kleine Interrepation des Duftes bzw. diese Hommage an Mazzocco gefallen. Roberto Ugolini, sowieso für mich die Dufthausentdeckung des Jahres 2020. Absolut coole Düfte und vor allem Mazzocco hat es mir angetan. Deswegen ist die Wahl für das erste Video auch darauf gefallen. Ja, Mazzocco ist einfach gute Laune in the bottle. Ich werde es jetzt vermeiden, die Duftnoten runterzubeten. Blend sie vielleicht einmal kurz hier ein. Ja, und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Läutet die Glocke fleißig, wenn es euch gefallen hat. Denn es werden sicherlich in der Zukunft noch einige lustige Sachen hier passieren. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Vorbeischauen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt, auf Instagram bin ich natürlich auch vertreten. Da lebe ich quasi meine Affinität zu Düften in grafischer Form aus. Ja, würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Und hey, bleibt gesund. Bis bald.